Muss ja eigentlich weg, das ist eine komplett beschissene Position. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da oben im Haus sitzen. Und weg, und weg. Keine Schande wegzulaufen. Ich weiß nicht, ob ich den erledigt habe. Der kann ihm wieder aufgeholfen haben. Das ist doch Bullshit. Genau das meine ich. Man wird angeschossen, zack, die Waffe verzieht. Ich treffe den schon überhaupt nicht mehr. Ich habe den jetzt kein bisschen getroffen, Freund. Ah, 450. Fertig, los geht's. Wenigstens habe ich ein paar Kills hinbekommen. Es ist aber richtig dumm. Man wird richtig heftig angeschossen. Eigentlich wird man richtig bestraft, wenn man schon daneben schießt. Der ist tot. Gott, fahr zur Hölle. Wie wir alle sterben. Ein Eindringling weniger. Ich sag ja, ich krieg jetzt die Kills. Mein Gott, nee, ey, du feige Ratte. Ist egal. Anders geht's nicht. Okay, wie steht's eigentlich? War ja schon abgehauen. 8 Kills! Gar nicht mal so schlecht in meinem Team. Nur die Teile hebe ich nicht auf von den Viechern, weil ich dann immer draufgehe. Richtig dämlich. Die meisten Kills, die ich bisher geschafft habe. Boom. Wollen wir uns nicht mal dieses leckere Scheiße-Eis da holen? Richtig schön in Pink. Lebensmittelfarbe drauf, fällt gar nicht auf. Nö. Das sah so aus, als ob er den hätte, aber nichts zu machen. Egal, wir haben noch ein paar Runden geholt. Aber ich muss nur noch einen Gegner erledigen, damit ich die Mission geschafft habe. Cool. Das nenne ich wirklich cool. Wie gesagt, bisschen ruhig auf jeden Fall, der Last of Us. Der Multiplayer-Modus jedenfalls. Singleplayer ja nicht so. 9mm Schallgedämpft, das gilt also für die Pistole? Ja, aber 2 Punkte brauche ich dafür. Haben wir denn hier eigentlich? Marathonläufer haben wir hier drin. Ja, der Radius vergrößert, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das mit dem Messer finde ich überflüssig, weil das benutze ich nie. Können wir denn stattdessen nehmen? Wir müssen doch mal Leute markieren, das wäre richtig praktisch. Deshalb werden die auch wahrscheinlich so komisch angezeigt hinter der Wand. Ja, yep. Das werde ich dadurch ersetzen. Hier haben wir sie noch nicht frei, oder? Nope, da fehlt nur eine ganze Menge. Ich müsste wirklich hinlaufen nach den Kills, die Dinger aufheben. Das ist ganz wichtig. Aber hey, 8 Kills habe ich gemacht. Das war eine ganz schöne Menge. Kommt nur nicht so actionreich rüber. Wenn man jemanden killt, dann ist das so, okay, ich habe jemanden killt und geht weiter. Aber wenn man dann selber drauf geht, ist das immer richtig, richtig ärgerlich.
Der Damm, der Damm, der Damm. Haben wir den Damm eigentlich schon gehabt? In der Bliestadt. Denn das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Oh! 3 gegen 3. Könnt ihr uns noch nicht antun, wir wollen alle billige Stadt haben. Oder Bildstadt. Warum lese ich Billy? Der Damm ist es natürlich geworden. Goddammit. Aber wir hatten den Damm auch noch nicht. Also halb so wild. Geht schon klar. Jupp, 9 Gegner K.O. Ich brauche nur noch einen, dann haben wir es geschafft, komplett. Das ging wirklich super schnell. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt jemanden kill. Aber jemanden zu exekutieren ist definitiv schwerer, als jemanden zu killen. Der Damm. Okay, Leute, die Fireflies sind in der Nähe. Schießen oder erschossen werden. So sieht's aus. Zeug? Ein bisschen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe. Fertig, los geht's. Auch die Map kenne ich null. Wo könnten die herkommen? Null Ahnung. Sieht alles sehr, sehr, sehr eng aus. Ich will einfach mal hier sitzen, guck mal hier drauf, aber kein blassen Schimmer. Kommt keine Sau. Jetzt, 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 jetzt. Atme weiter, ich helfe dir! Beweg deinen Arsch! Gleich der nächste! Der Arsch steht nicht mehr auf! Toll, und ich wollte gerade exekutieren, dann stellt er sich vor mir. War mal ganz gut. Oh, gib mir die scheiß Teile. Alter, ich habe auch Exekutionspunkte bekommen, was gar nicht so verkehrt ist. Ich kann dich nicht heim, wer weiß, ob der hier hingerannt kommt. Ein Schlitzloch, ich helfe dir! Oh, von hinten! Ich bin verletzt. Wie fies! Komm, Irish King, kill ihn! Räche mich! Ich glaube, ich habe 2 down gekriegt. Einen gekillt. Ein anderer hat den für mich erschossen. Aber ich habe trotzdem Exekutionspunkte gekriegt. Ich schwöre, ich habe da gerade einen dazwischen gesehen. Da. Boah, jeder Schuss, der daneben geht, ist richtig schmerzhaft. So, jetzt habe ich meine Position schon verraten. Nicht, dass gleich einer noch von hier kommt. Sag ich ja. Beweg dich! Hat er den nur noch gekillt? Ein Eindringling weg! Der ist auf jeden Fall K.O., aber der steht gleich wieder auf. Oh nein! Wir hätten hinten wieder auch nicht aufgepasst. Toll, beide sind wir deswegen draufgegangen. Wahrscheinlich, weil die beiden gerade daneben uns verreckt sind. Richtig mies. Boah, mein Team verreckt ja mal wieder fleißig. Ich bin das erste Mal jetzt gestorben.
Oder ne, zweite Mal. Toller Nebel auf jeden Fall. Oh komm, das ist Bullshit! Boah! Dämliche Panzerung! Schießt mich die ganze Zeit auf den Helm. So kann ich nicht weitermachen. Tot. Boah, ist das dumm, ey. Ohne Mist, ich brauche meine Panzerung. Die ganze Zeit auf den Helm geschossen, kein Wunder, dass er mich gekillt hat. Mist! Getroffen! Boah, die lassen sich abschlachten alle. Renn da richtig hin, ich bleib ja wenigstens noch ein bisschen in Deckung. Kann auch nichts dafür, wenn er halt gepanzert ist. Ist halt mies gelaufen. Getroffen habe ich aber. 100 Teile gefunden, ey. So. Bitte, ich gehe gleich trotzdem richtig schnell drauf. Holen wir eh nicht auf die ganze Sache hier. Unmucklig, aber wenigstens kriege ich die Kills rein. Das ist auch wichtig. Wo sind ja, wo sind ja? Oh, cool. Ich renne gleich hier sowieso in die Arme. Boah, ich treffe die Sau mal überhaupt nicht. Na, überraschst du mich von hinten? Fertig, los geht's! Haha, ich muss mich heilen. Trau mich jetzt nicht da hochzugehen. Aber hier traue ich mich hochzugehen. Sag doch, da kommt einer von hinten. Wenn ich wüsste, wo der sitzt, der kommt hier runter. Mal sehen, wie sie das mögen. Geht doch! Hoffe, wie alle auf einen gehen! Gut gemacht. Anders geht's ja gerade nicht. Okay, Mann, los geht's! Richtig geil. Ablenkungsmanöver. Und volle Kanne drauf. Ich bin fertig. Los geht's. Wirklich alle draufgegangen. Richtig gut. Oben, 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 oben. Oh, das Ding rollt runter. Lame. Physik und so. Uniformierten erwischt. Komm schon, atme weiter. Ich helfe dir. Krabbeln genau in die Schusslinie. Hab ihn! Hohoho. Und deswegen gehe ich jetzt drauf. Nein, ich nicht. Ist klar! Ich werde trotzdem getroffen. Na, jetzt haben wir verloren. Wow, genau daneben geworfen, ey. Und ich werde richtig davon noch massakriert. Oh, der sieht mich gar nicht. So, ey. Einmal spawnen wir noch, oder was ist das jetzt? Ne, wir schauen, glaube ich, nur dazu. Keine Respawns mehr. Aber ich habe mich gut geschlagen. 5 Kills immerhin. Mein Team hat gesackt, wie sonst was. Bin auch am wenigsten verreckt von allen. Aus meinem Team. Aber hey, wenigstens kriegen wir Kills, auch wenn wir nicht die Runden gewinnen. Wenn nur abgeschlachtet. Aber ich habe mich wacker geschlagen, muss ich sagen. War ein paar Fails bei, aber ich habe mich gut geschlagen. Ja, wirklich sehr teambasiert. Beziehungsweise man muss einfach wissen, nicht die ganze Zeit vorpreschen, mal stehen bleiben, rumlaufen natürlich, flankieren, ganz, ganz wichtig. Das ist schon ziemlich spannend. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Laune.
Neue Anpassungsobjekte heißt das einfach. Okay. Startverbesserung, Woche 2. Woche 2 sind wir schon, geht doch. Natürlich nicht so actionreich und was nicht alles wie Call of Duty oder Battlefield. Aber definitiv hat das Spiel seinen eigenen Charme, würde ich sagen. Und auf zur nächsten Runde.